Willkommen zurück bei meinem allerliebsten Spiel, Jurassic World. Ja, mein Park wächst und wächst. Unsere Kohle wächst und wächst. Die Nahrung wächst und wächst. Nee, die wächst momentan nicht, weil ich keine Kohle mehr investiert habe. Es lohnt sich einfach momentan nicht. Wo soll ich noch die ganze Nahrung hin loswerden? So, was haben wir noch an Aufträgen? Wir sollen mindestens 15 Pflanzenfresser haben. Habt ihr das schon erledigt? Also ich habe da meine Probleme. Amphibien zu entwickeln ist momentan... Es wäre möglich, ja. Aber ich bin nicht gewillt, wieder so viel DNA auszugeben. Wir haben eh schon so wenig DNA. Es ist so ätzend mit der DNA. Ich könnte kotzen. Das stört mich an dem Spiel. Ja, ich hatte ja gestern oder vorgestern, ich weiß es gerade nicht, auf Facebook geschrieben, dass ich eine Mitteilung von Ludia bekommen hatte, dem Entwickler dieses Spiels und übrigens auch vom Jurassic Park Builder. Aufgrund meiner Frage bezüglich der ganzen Fehler der verschiedenen Geräte, also der Fehler, die ihr so habt, dass ihr nicht spielen könnt und so. Aber ich wurde daraufhin nur an die technische Abteilung weitergeleitet und muss jetzt wieder warten. Also die letzte Antwort hat schon eine Woche gedauert. Ich hoffe, das geht diesmal etwas schneller. Weil ich möchte natürlich, dass jeder meiner Zuschauer auch selber die Möglichkeit hat zu spielen und nicht nur Videos schmachten muss. So. Und werde mich auch dafür weiterhin einsetzen. Definitiv. Dum, 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 dum. Mal wieder Kohle einsammeln hier. Finde ich zwar irgendwie momentan unnötig. Aber vielleicht brauchen wir sie irgendwann richtig krass. Manche von euch sind ja schon ein bisschen weiter als ich. Bitte nicht zu viel verraten. Ich möchte noch selber alles erfahren. Ich hatte ja auch schon wieder hier ein Gebiet freigeräumt. Das nächste brauchen wir erstmal wieder ein Level up. 22 sind wir ja mittlerweile. In 4 Minuten gibt es auch wieder ein Kartenpaketen gratis, aber mittlerweile nehme ich die Dinger auch nicht mehr für ernst. Wir brüten mal wieder was aus, so. Weil da ist einfach immer nur Gold, Nahrung und ganz wenig DNA oder auch ganz selten mal DNA drin und mal ein unbedeutender Dino. So echt nur Müll. So, unser nächster Gegner ist der Pteranodon. Ja, Pteranodon. Pteranodon. So, auf Stufe 11. Da ist ein Flugsaurier, jetzt brauchen wir natürlich irgendwas Pflanzenmäßiges. Da kommt uns natürlich unser Stegosaurus zugute, der nicht schlecht ist mit seinen Werten. So, dann haben wir wieder dieses Vieh, was wir letztes Mal auch gekillt haben in der letzten Folge, Wasserdrache. So habe ich das Vieh übrigens betitelt als Wasserdrache, weil ich hasse den Namen, den das Vieh hat. Ich will ihn nicht aussprechen, ich kann ihn nicht aussprechen. Vielleicht bin ich auch gestört, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es da nicht ratsam, den Tyrannosaurus gegen einzusetzen, aufgrund der Klassenvorteile, Nachteile in dem Fall. Sondern, da werden wir dann, na, was brauchen wir da? Ein Flugviech. Flugviechi haben wir natürlich hier. Den Tropeognathus, einen besseren haben wir momentan nicht. Und dann haben wir aber wieder einen Pflanzenfresser und dann nehmen wir natürlich unseren Tyrannosaurus. Alles andere wäre dämlich. Und ich will natürlich die Kampfstufe jetzt direkt abschließen. Auch wenn ich jetzt verkacke, dann teile ich das halt auf 2 Sessions oder ich nutze Dollars. Es ist mir scheißegal, ich will weiterkommen. So, hopp geht's. So, mein erster Kampf gegen den Pteranodon. So, wir gehen wie immer erstmal auf Bonus. Er wird sicherlich wechseln. Einen hat er nämlich. Oh, er greift direkt an. Eiskalter Typ. Gut, viel kann er uns natürlich nicht ziehen. Wir müssen aber erstmal Bonus sammeln. Ich hoffe, wir überstehen die Runde noch. Er wird wechseln, oder? Ach, lol. Was macht er denn? Crazy Typ. Einen auf Defensive wird er gesetzt haben. So, 533 hätte... Machen wir es diesmal so. Aufgrund, dass der 533 hat, müssen wir natürlich ein bisschen sparen. So, ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Wir gehen mal so vor. 2, okay. Wir werden ihn nicht killen. Glaube ich jedenfalls. Ja, fast. Okay, er hat wohl ziemlich was im Bonus gesteckt, ja. Oh, er wechselt den Dino. Ja, okay.
Wir gehen lieber mal in die Defensive, weil das Viech ist auch ziemlich stark. Oh, hart, 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 hart. Au, 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 au. Eieieiei. Oh, das ist ziemlich kacke. Okay, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, aber ja. Fuck. So, wir gehen mal so vor. Bye, bye. So, und jetzt heißt es wieder 2 gegen 2. Da ist wieder unser Pteranodon. Was tut er? Was tust du, Junge? Was machst du, Junge? Okay, du setzt 2 ein. Gut, dass ich 2 auf Defensive gesetzt habe. So, er hatte ja, glaube ich, auch noch 2. Das heißt, wenn wir jetzt so 3 setzen, könnten wir ihn aber trotzdem noch nicht tun. Und wenn wir 4 machen, dann vernichtet er uns leider den... Ach komm, es lohnt sich aber. Und einen auf Bonus. Zack. Na gut, 2 hätten gereicht. Dort. Definitiv. Aber egal, er ist tot. Ja, dein Kühler wird uns natürlich jetzt einen reinhauen. Aber dafür hauen wir ihn noch einen viel krasser rein mit unserem Tyranno. So. Ja, wir hätten vielleicht ihn durchaus direkt töten können. Er hat gar nicht mehr viel Wahl. Wir probieren es einfach mal. Stirb! Tja, das war's wohl. Nö, 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 nö. Erledigt. Unsere Pflicht hätten wir vor heute schon mal erledigt. Und wieder etwas DNA. Gott sei Dank. Und einen legendären Pteranodon. Legendäre gefallen mir besonders. Ja, wir müssen jetzt hier mal einen freistellen, weil der dauert ziemlich lange zu bauen. Aber es lohnt sich definitiv. So, 2 Minuten, dann haben wir wieder ein Kartenpaket. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich glaube, wir machen wieder mal einen Live-Kampf. Das gibt wahrscheinlich eh wieder nur irgendeinen Dreck, falls wir überhaupt gewinnen. Aber ja. Nö, 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 nö. So, ich denke mir mal... Das ist eine gute Zusammenstellung. Auf geht's. Sind zwar nicht die besten, aber... Also nur ganz stinknormale Viecher auf Stufe 40, aber... Wir versuchen's. Na, was kriegen wir für einen Gegner? Oh, krass. Ein Pachycephalosaurus habe ich auch noch nicht gesehen. Er hat den Bonus gegen uns natürlich. Wird er direkt angreifen? Wenn er schlau ist, macht das. Ich würde es tun. Ja. Weil selbst wenn wir ihn jetzt mit 2 angreifen, können wir ihn nicht killen. Glaube ich auf jeden Fall nicht. So, gegen das Vieh bräuchten wir eigentlich einen Flugsaurier. Aber wir machen einfach mal so. So, er ist wieder dran. Oh, der geht aber direkt aufs Volle, ey. Das kann ich auch, du Idiot. Aber das wäre einfach dämlich. Wir warten noch eine Runde. Und er greift einfach immer weiter an, oder wie? Tatsache. Zwei, zwei, vier. So hätten wir ihn dann erledigt. Stirb! Gut, den ersten hätten wir. Oh, Pachycephalosaurus, der geht ja mega ab. Okay, Pflanzi. Das heißt, wir müssen gleich wechseln oder werden sowieso gezwungen zu wechseln, wenn er unseren killt.
Wenn er richtig rechnet, und er rechnet richtig, kann er uns nämlich auch schon so killen. Sein etwas intelligenterer Gegner. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Ja, er hatte nämlich zwei. Das hätte nicht viel gebracht, anzugreifen. Muss echt sehr taktisch vorgehen und natürlich auch viel Glück haben in diesem Game. Oh, wenn er jetzt mit vier angreift. Einen wird er auf Defensive gesetzt haben. Einen auf Defensive. So, wir gehen mal so vor, weil sein letzter ist sowieso ein Pflanzenfresser. Selbst wenn er uns jetzt platt macht. Und er wird uns platt machen. Wenn er wieder richtig rechnet, dann würde es reichen, zwei oder drei zu setzen. Ja. Okay. Unser ist natürlich schon ein bisschen angeschlagen. Warte, wie viel hatte der jetzt gesetzt? Zwei oder drei? Ist ja auch scheißegal, ich greife jetzt an. Okay, drei. Wir haben aber einen Bonus. Und haben ihn natürlich gekillt. So läuft das, aber ich werde wahrscheinlich eh wieder nur Kacke abgreifen. Wir probieren es mal wieder, ein Kartenpaket zu bekommen. Auf geht's. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene Lutsch und du bist weg. Nur Mist, nur Mist. Aber zum Glück mal wieder ein paar Dollars. Hat uns auf jeden Fall den Kampf wieder eingebracht und noch einen zusätzlichen. Ich könnte brechen, ne? Ich könnte kotzen. Das ist doch so ein Müll. Ach. Na gut, ich wollte mir auch mal den... Ach, den nächsten Gegner kann ich mir noch gar nicht anschauen. Aber ich glaube, das ist der Velociraptor. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, wie die Dinos alle aussehen und heißen. Aber hier steht es auch. Velociraptor, ja, das ist er. Und das da ist, glaube ich, der Indominus Rex, oder? Aus einem Tyrannosaurus Stufe 40 und Velociraptor Stufe 40, ja. Aber wer bekommt es bitte hin, so einen Tyrannosaurus Stufe 40 zu bekommen? Das finde ich ja allein schon schwer. Oder den Velociraptor. Wie viel DNA soll man da investieren? Ist doch nicht normal. Also, da müsste die Firma irgendwie noch was machen. Das ist doch krass. Wo will man das ganze DNA-Zeug hernehmen? So, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden auf das Kartenpaket. Und schauen mal, was wir da so begrüßen dürfen. Zack, 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 zack. Lalalala. Ah, ich habe keinen Bock, jetzt jedes einzelne anzuklicken. Ich klicke einfach nur wild umher. Tapajara. Okay, es ist da. Oh, jetzt haben die mal ein Pflanzenfresser-Paket, ein spezielles. So, schauen wir mal, was drin ist. Langweilig. Kann ich gebrauchen. Möglicherweise kann ich gebrauchen. Langweilig. Ne, überlangweilig. So. Ach, das ist doch... Ach, das ist viel zu einfach, diese Kohle einzusammeln. Das habe ich doch in einer Stunde locker drin. So, und dieses unnötige Gebäude, okay, das können wir dann später da oben hinpflanzen oder so, keine Ahnung. Ich muss ja jetzt dafür sorgen, dass ich die nächste Stufe erreiche, bis morgen, auf jeden Fall. Mal gucken, dafür muss ich aber einiges tun. Pflanzenfresser. Ja, ich werde das mit den Pflanzenfressern in Angriff nehmen. Schauen wir, was ist hier gerade im Brutkasten? Ein Pflanzenfresser definitiv. Und der Pteranodon. Was würde es kosten, um noch eins freizuschalten? 25. Puh, und ich kann eigentlich auch diese Triceratopse nicht mehr sehen.
Aber alles andere wäre ein bisschen krass teuer. Okay, das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Weil sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr immer dabei seid und so schönes Feedback gebt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.